Das ist London, Baby. Seid ihr bereit? Bereit. Laut! Das Seilen am Piccadilly Circus führt uns in das Herz des Films. Bevor es zu einer wichtigen Szene zwischen Dom und Lady kommt, muss sich Dom die Zeit mit ihr verdienen. Dieses Rennen bedeutet alles. Legen wir los. Deine Beerdigung. Fahr oder stirb, weißt du noch? Zwei Autos driften um den Londoner Piccadilly Circus mit 400 Zuschauern. Wir haben also Statisten, Kameraleute und die Actionfahrzeuge. Es war ein echtes Kunststück, hier drehen zu dürfen. Wir sind erst die dritte Filmcrew, die man am Piccadilly Circus drehen ließ. Das bedeutet mir alles. Sie hatten Autos, die mit Vollgas fuhren und hunderte Zuschauer nur wenige Zentimeter entfernt auf den Bürgersteigen. Es durfte nicht ein Fehler passieren. Die Autos waren bereit, die Kameras liefen. Man fuhr durch und das war's. Es war ein schwieriger Dreh, wir hatten nur einen Versuch, dann 20 Minuten Pause für den Verkehr und den Umbau der Kameras, dann wieder ein Take und das die ganze Nacht. Aber das Beste an der Piccadilly Circus Szene ist ihr Ergebnis. Ein Rennfahrertraum. Der Kerl ist verrückt. Fast and Furious 6. Ab 23. Mai, überall im Kino.